Ich habe mir ein Eiersandwich gemacht. Schön mit Eiern, Remoulade, Röstzwiebeln, Gewürzgurken und Nutella. Ich habe davon 8 Fotos gemacht. 3 im Querformat, 5 hochkant und 1 mit einem Wellensittich im Hintergrund. Dafür habe ich extra bei meinem Nachbarn geklingelt und gefragt, ob es okay wäre, wenn ich kurz mein Eiersandwich vor ihrem Wellensittich fotografieren würde. Meine Nachbarn haben gesagt, ja, okay, aber mach schnell, denn heute muss ja alles irgendwie schnell gemacht werden. Dann habe ich das Wellensittich-Eiersandwich-Foto schnell bei Instagram hochgeladen und mich sehr hip gefühlt, weil hippe Leute so etwas eben tun, Fotos von Essen und Tieren posten. Leider war ich dann so satt von den Likes und der virtuellen Aufmerksamkeit, dass ich nur noch die Hälfte von dem Brot geschafft habe. Aber das ist gar kein Problem. Die Überreste habe ich einfach in meine SpongeBob-Tupperdose gepackt und in den Kühlschrank gelegt. Das Eiersandwich auf Instagram hält ein Leben lang. Das Eiersandwich in meinem Kühlschrank hielt genau 6 Tage. Das weiß ich, weil ich es dann zwischen 2 Gläsern Erdbeer- und Himbeermarmelade wiedergefunden habe und die SpongeBob-Tupperdose innen eher aussah wie der Hulk in sehr, sehr plüschig. Da konnte selbst ein richtiger Schwamm nichts mehr gegen ausrichten. Ich habe die Tupperdose samt Hulk-Sandwich also weggeworfen. Denn das ist es, was ich in meinem Leben tue. Ich werfe Dinge weg, die alt, hässlich, unnütz, kaputt, ein Fehlkauf oder eben nicht mehr gut sind. Ich schmeiße zu viel Essen weg. Ich schmeiße Lebenszeit weg. Chancen, Beziehungen, Papier, Plastik, Kleidung, Batterien und diesen einen Deko-Delfin, der einmal zu nah an einem Teelicht stand und jetzt aussieht wie etwas, das man jemandem ins Gesicht hält, wenn man einen Kiosk überfallen möchte. Nichts hält für immer. Das ist es, was meine Generation glaubt. Das ist es, was wir gelernt haben. Zwischen all den kurzlebigen Elektrogeräten, den befristeten Arbeitsstellen, der unsicheren Altersvorsorge, den flüchtigen Tinder-Bekanntschaften, den schmelzenden Polarkappen und der eigenen Sterblichkeit fühlt sich nichts mehr sicher an. Woran hält man sich also fest, wenn da nichts ist, was einem Halt gibt? Kluge Menschen sprechen von Nachhaltigkeit und meinen damit ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereit gestellt werden kann. Etwas oder jemand nachhalten, das bedeutet also mehr als ein bisschen kuscheln nach dem Geschlechtsverkehr. Das bedeutet Verantwortung. Das ist die Hoffnung, dass das System am Laufen bleibt und es macht mir Angst, denn ich halte häufig schon selbst mein eigenes System nur schlecht am Laufen. Alles ist unübersichtlich geworden, alles überfordert mich und es fällt mir schwer, gut aufzupassen auf mich und diesen Planeten. Dabei kann man viel tun, um Dinge haltbar zu machen. Man kann sie kühl lagern, einfrieren, in Luftpolster packen, in Alu- oder Frischhaltefolie wickeln, pasteurisieren, Räuchern, einkochen, einlegen, imprägnieren, vakuumieren und laminieren. Das alles geht ausgezeichnet mit Lebensmitteln, mit zerbrechlichen Gegenständen oder Dokumenten. Aber es geht sehr schlecht mit allem, was einem wirklich lieb ist. Peter zum Beispiel. Peter ist ein Spitzentyp. Ich habe Peter schon geliebt, bevor ich ihn kannte, was keinen Sinn macht, aber romantisch klingt. Und ja, ich habe Peter nachts heimlich mit Imprägnierspray eingesprüht. Weil ich dachte, dass es eine super Idee ist und dass Peter sich auch freuen würde, wenn er erfährt, dass er jetzt nie wieder duschen muss, weil er wasserschmutz- und staubabweisend ist. Aber Peter war am nächsten Morgen vor allem abweisend mir gegenüber, was so nicht auf der Spraydose stand, weswegen ich sie auch später umgetauscht habe, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Was ich eigentlich sagen will, man kann Peter nur sehr schlecht eintuppern. Man kann die Dinge, die man liebt und auf die es wirklich ankommt, nicht versichern. Es gibt keine Frischhaltefolie für Jobs, Beziehungen, Gesundheit oder unser Ökosystem. Es gibt keinen sicheren Ort, an dem es unbegrenzt Wasser, Strom, Nahrung und Liebe gibt. All unsere täglichen Selbstverständlichkeiten sind morgen vielleicht schon dahin. Es ist wie mit Peter, der einfach geht und in dem meine Tränen beeindruckend stark abperlen. Oder wie mit einem Eiersandwich. Wenn nicht irgendwer endlich Acht gibt auf diesem Planeten, können wir auch ihn bald mal wegschmeißen. Im Radio sagten sie heute, Forscher bauen jetzt Gemüse in der Antarktis an, um zu testen, ob das später auch auf anderen Planeten funktioniert. Und das ist total aufregend und echt prima. Aber es fühlt sich auch ein bisschen falsch an, so ein bisschen nach Fremdgehen. Als hätte man die Erde aufgegeben, als hätte man eine Beziehung, die irgendwie nicht mehr so läuft und würde parallel schon mal jemand anderen daten. Und ganz ehrlich, das macht mir Angst. Das lässt mich manchmal abends wach liegen, wenn ich darüber nachdenke, dass da so viele Tiere sind, die einfach aussterben, ohne dass ich sie je gestreichelt habe. Das ist so traurig. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Auch ich mache nicht alles richtig. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin nicht einfach, nicht immer freundlich und hilfsbereit. Ich lasse mich von allem zu schnell ablenken, spiele zu häufig Candy Crush, anstatt ein Buch zu lesen, schaue länger Serien als in die Gesichter meiner Freunde, trinke das eine Glas Wein zu viel und sage das eine nette Wort zu wenig. Ich benutze manchmal Plastiktüten im Supermarkt, ganz selten, aber es kommt leider vor. Ich öffne nachts 20 Mal den Kühlschrank, nur um zu sehen, ob das Licht noch funktioniert und weil ich wirklich hungrig
ehrlich bin. Und ab und an, da kaufe ich Dinge, die aus billigem Plastik sind, nur weil sie leuchten können oder glitzern oder beides, ja. Meine Entscheidungen sind nicht immer verantwortungsbewusst. Ich bin wie ein Kind im Spielwarenladen. Ich bin viel zu oft der Fehler im System, aber ich nehme mir jeden Tag vor, am nächsten Morgen irgendwas besser zu machen, damit zum Schluss mehr von mir bleibt als der viel Müll und dieses Foto vom Eiersandwich. Heute Morgen ist der Wellensittich gestorben. Als ich davon erfahren habe, war ich merkwürdig traurig. Ich habe gedacht, wie schade es doch ist, dass dieses kleine Tier nur so kurz auf dieser Erde gelebt hat und vieles jetzt verpassen wird, wo es nicht mehr da ist. Das ist wie eine Serie, die man sehr, sehr gerne guckt und dann wird sie einfach abgesetzt. Man erfährt einfach nicht, wie es weitergeht. Ich sterbe auch irgendwann. Und selbst wenn ich dann nie erfahre, wie es mit der Welt weitergeht, möchte ich, dass meine Kinder, Enkelkinder, Freunde, Bekannte, Neffen, Nichten, all die fremden Menschen da draußen und all diese witzigen Erdmännchen und Tapire, die es da auch noch gibt, dass die eine gute Zukunft haben. Und vielleicht erzählt jemand mal eine Geschichte von mir, dann wäre mein Leben auch irgendwie nachhaltig. Das sind jetzt zwar keine 17 Ziele, aber das ist schon mal eins. Und jetzt mache ich mir ein Eiersandwich und dann rufe ich den Peter an und frage mal nach, ob sich unsere Beziehung wohl irgendwie recyceln lässt. Denn das wäre doch sehr, sehr schön und nachhaltig für mich und die Umwelt. Vielen Dank.